Aber vorher will ich noch ein Thema ansprechen. Ich sage einfach mal Wassermelonen-Challenge 2020. Wer hat Bock? Unten gern einen Kommentar da lassen. War eines der ersten Garten-YouTube-Projekte oder ich glaube das erste hier in Gemeinschaft oder in einem größeren Rahmen überhaupt. Hat super viel Spaß gemacht und ich habe mir gedacht, das Ganze mal wieder zu beleben. Denn da zumindest bei mir in den letzten Jahren sich da auf jeden Fall auch ein paar Erfahrungen wieder angesammelt haben. Ja, und vielleicht kann man da ein nettes Projekt starten. Ja, und vielleicht hat der eine oder andere YouTuber, vielleicht auch ganz besonders die Jen vom Garten-Gemüsekiosk auch Lust damit zu machen. Werden wir mal sehen. Wie wir es vom königlichen Melonenexpress jetzt entnehmen konnten, möchte der König von Melonien, dass ich an der guten Challenge vom Max, dem Gartenkanal, teilnehmen soll, beziehungsweise dass ich da teilnehmen darf, bei der Wassermelonen-Challenge 2020. Da hat er mal einmal ein Video zuvor gemacht, wo er seine Zuschauer gefragt hat, was sie gerne im neuen Jahr auf seinem Kanal denn sehen möchte. Und da habe ich halt in den Kommentaren geschrieben, dass ich gerne Wassermelonen-Challenge wieder einführen möchte, beziehungsweise dass die nochmal abgehalten wird. Das gab es schon vor einigen Jahren als Projekt für die Garten-YouTuber. Und ich fand das Projekt einfach super, weil ich wirklich Melonen liebe. Kann man ja vielleicht auch in dem T-Shirt von einem Jungen, der Wassermelonen Wassermelone isst. Ich esse auch sehr gerne Wassermelonen und ja, ich finde es einfach ein wunderbares Projekt und ja, für mich ist jetzt vielleicht Challenge das falsche Wort. Für mich ist es einfach Spielerei oder ein Spiel mit anderen Garten-YouTuber, wo es eigentlich nur Gewinner gibt, weil ja, von Wassermelonen haben wir alle was. Also ich meine, letzten Sommer habe ich ja Honig und Wassermelonen angebaut. Und die sind unbeschreiblich süß, stillen Durst und in einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als eine Wassermelone von meinem Garten. Und da sage ich, bei dieser Wassermelonen-Challenge, da gibt es keine Gewinner und keine Verlierer. Wir sind alle Gewinner, weil wir alle zusammen Wassermelonen in unserem eigenen Garten anbauen. Und das ist auch sehr gut möglich, habe ich auch letztes Jahr gezeigt. Und wie gesagt, also ich freue mich tierisch auf dieses Gemeinschaftsprojekt von den Garten-YouTubern mit euch da draußen, den vielen Menschen, die sich auch daran setzen, Wassermelonen anzubauen, auch Honigmelonen zählt für mich jetzt auch darunter und ich freue mich wirklich sehr auf die kommenden Videos von den anderen Menschen, bin auch sehr gespannt für neue Inspirationen und Eindrücke. Und ja, in dem Video möchte ich halt einfach nur auch sagen, dass ich daran teilnehmen werde. Ist für mich selbstverständlich. Habe mich ja schon letztes Jahr sozusagen darauf vorbereitet. Und da möchte ich euch einfach nochmal so ein paar Sorten zeigen, die ich jetzt dieses Jahr anbauen werde. Natürlich die Melonen vom letzten Jahr. Und zusätzlich habe ich mir noch ein paar neue Sorten ausgesucht, dass ich ein bisschen die Vielfalt habe und die Sorten haben mich halt jetzt zum Beispiel interessiert, also zum Beispiel bei dem Witz, die königlichen Melonensamen, das sind jetzt einfach nur Samen von der Wassermelone aus Costa Rica, habe ich die mitgenommen. Das war kurz eine Woche bevor ich abgereist bin, habe ich auf dem Wochenmarkt diese Melonen gesehen. Also das waren die zum ersten Mal andere Melonen, die ich gesehen habe. Für gewöhnlich sieht man die hell gestreiften, wie man sie bei uns im Supermarkt kennt. Aber die waren jetzt sehr dunkel gestreift, also sehr dunkel, hatten sehr dunkles Grün. Und die waren richtig süß. Die waren sehr süß und haben auch, wie ihr hier sehen könnt, auch sehr kleine Kerne. Und ich denke, das ist auch eine samenfeste Sorte. Bei den anderen Wassermelonen denke ich, das sind Hybridsorten. Und ich weiß nicht, ob manche Leute die Sorte Roman Dao kennen, die hat mich von der äußeren Schale an die Wassermelone erinnert und diese Wassermelone baue ich auch an, also die Roman Dao
vom letzten Jahr. Da habe ich jetzt die Umschläge jetzt nicht mitgenommen, weil es einfach nur Umschlag ist, wo der Sortenname draufsteht. Also Sugar Baby habe ich letztes Jahr angebaut, die Blacktail Mountain. Das sind alles ja, ganz gewöhnliche Wassermelonen, die ja halt jetzt einfach eine andere Schale haben. Zum Beispiel die Blacktail Mountain ist komplett dunkelgrün. Das sind aber alles rotfleischige Wassermelonen. Die Crisscross gehört auch dazu. Und ja genau, was ich noch letztes Jahr angebaut habe, da habe ich mir auch ein paar neue Samen genommen. Das ist die zum Beispiel die orangefleischige Sweet Siberian. Die baue ich dieses Jahr wieder an. Und die weißfleischige Wassermelone Cream of Saskatchewan. Die habe ich letztes Jahr auch angebaut. Bei der Sweet Siberian sind die Samen nicht so ausgereift und da habe ich mir einfach zur Sicherheit nochmal neue Körnchen gekauft, weil ich dann nicht ganz sicher bin, ob sie aufgehen werden oder nicht. Und sonst werde ich auch dazu natürlich Honigmelonen mit anbauen. Da habe ich auch wieder vom letzten Jahr zum Beispiel eine sortenfeste Wassermelone, die Gallia Honigmelone. Habe ich als Samen, die kultiviere ich wieder die Sorte Banana Ananas. Dann genau, also die Honigmelonen und das dürfte so ziemlich, nee, die Kajari Honigmelone, die habe ich auch. Das ist eine sehr frühe Sorte, die man optimal im Freiland nutzen kann. Da habe ich auch im letzten Jahr, kann man die Honigmelone aussehen, habe ich die gleichen Videos gemacht. Und das ist eine sehr frühe Honigmelone, die ja schon bei mir Ende Juli reife Früchte gehabt hat. Und sonst neue Sorten, die ich mir jetzt angeschafft habe, sind zum Beispiel, fange ich bei Wassermelonen an. Das ist zum Beispiel die Wassermelone Moon and Stars. Das ist auch so eine ja, dunkelgrüne Wassermelone an der Schale außen, die so ein paar gelbe Sterne hat, deswegen auch Moon and Stars, ist aber auch eine rotfleischige Honigmelone. Dann habe ich hier eine gelbfleischige Honigmelone, die Anguria Janosk, ist eine polnische Wassermelone. Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel auch eine gelbfleischige Wassermelone angebaut. Das war die Yellow Mountain, von der werde ich es natürlich auch ja, dieses Jahr probieren. Zusätzlich habe ich mir noch die angeschafft. Dann habe ich sonst noch diverse Honigmelonen. Also jetzt zum Beispiel zusätzlich habe ich die Honigmelone Thai Yellow Sweet. Die möchte ich ausprobieren. Die Honigmelone Rich Sweetness. Ich weiß, dass die in der Sowjetunion damals angebaut worden ist und die bildet halt sehr kleine Früchte. Und dann noch die Honigmelone Oliven. Und ja, ich werde dann auch bald mit der Voranzucht so die nächsten Tage oder Mitte März schon beginnen, weil ich auch welche in den Folientunnel reinsetzen werde. Und sonst habe ich hier noch mein Gewächshaus, wo ich ein paar Honig und Wassermelonen reinsetzen werde. Und ich werde meine kompletten Hochbeete auch für den Melonenbau nutzen und Teile der Hügelbeete und natürlich unten auf dem Feld werde ich direkt im Freiland auch Wassermelonen anbauen. Und ja, ich freue mich einfach, wie gesagt, auf dieses Event. Ja, auf das gemeinsame Gärtnern für Wassermelonen. Das ist in Deutschland möglich. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt auch mit dem Video Schluss machen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Freut mich immer sehr, von euch zu lesen. Ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. So verpasst ihr jetzt zum Beispiel diese Serie, wie ich ja, an der Wassermelonen-Challenge teilnehmen werde. Werdet ihr kein Video weiterhin verpassen. Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Genießt die wunderbaren Tage. Es wird ja Frühling.
Die Tage werden länger, es wird wärmer und die ersten Kulturen kann man auch schon raussetzen. Hat einfach Spaß im Garten und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.